Okay. So, das heißt, wir können jetzt das Symptomformular hier abgeben. Wir sind ja offiziell bestätigt geistig krank. Okay. Na dann, das sieht ja sehr Komm mit, gemütlich Kleiner. aus. Zeigen wir denen, was eine Hake ist. Krieg ich danach ein Eis? Gartnerarbeit macht mich immer so hungrig. Das hier erinnert mich an den Ort, wo Tante Trudi lebt, mit dem antiseptischen Geruch, den Gummimatten und dem riesenhaften stummen Indianer. Klingt, als könnte man da eine Menge Spaß haben. Oh ja, besonders nach der täglichen Pillenausgabe. Ist denn hier keiner? Alle sehen so gut aus, hier in Cultures Clubhouse. Ach du pickliger Papagei mit peroxidblondierter Perücke, Brady Culture, wie ich annehme. Ihr wisst, wer ich bin? Wow, schurkische Pläne funktionieren also doch. Nun werd mal nicht gleich hektisch, Dreiwettertaft, Freelance Police, wenn ich vorstellen darf. Weiß ich. Auf euch habe ich ja gewartet. Ist das so? Dann lass das nächste Mal bitte die Vordertür offen. Spart eine Menge Ärger. Wenn ich vielleicht erklären dürfte... Da haben wir wohl einen längeren Monolog ausgelöst. Gut, dass ich die Aufmerksamkeitsspanne einer Tasse Jagdbutter habe. Ich habe nie viel gewollt, außer von der ganzen Welt geliebt zu werden und in der Herbstsaison 1971 die Einschaltquotenstatistik anzuführen. Aber nein, diese wertlosen Schwachköpfe, diese Limo-Lollis mit ihren putzigen, aufeinander abgestimmten Hemdchen und ihrem niedlichen Getreller kommen und stehlen mir meine Zuschauer. Ich habe nie wieder eine andere Rolle bekommen. Und jetzt wollt ihr zwei Bürgerwähler einen armen, glücklosen Schauspieler auch noch daran hindern, die gesamte fernsehende Bevölkerung per Massenhypnose zu seinem ewig treu ergebenen Publikum zu machen? Wie grausam. War's das? Ich glaub schon. Also. Ups. Da ihr ja leider meinen schönen Plan versaut habt, meine Erzrivalen für mich Reklame laufen zu lassen, müsst ihr jetzt wohl ihren Platz einnehmen. Nur in deinen Träumen, Culture. Nein, Freunde, in euren. Hey, das kitzelt! Werde Videolieferant. Nein! Was passiert denn jetzt? Oh nein! Oh nein! Was machst du denn da? Weiß nicht. Ich. Du wusstest es die ganze Zeit. Ich hab doch gesagt, es ist eine Verschwörung. Ich hab's dir gesagt, aber du wusstest das ja schon. Stimmt's? Nein, Bosco, ich muss Videos ausliefern. Ruft die CIA, ruft Interpol, ruft Mickey Rooney! Muss Videos Mickey Rooney liefern? Ah! das ist nicht gut. Hallo, hör auf! Nein! Och Mann, okay. Strulli. Ach, Strullis Kiste. Ich muss Videos liefern. Ich muss ihn aufhalten. Warum? Ach, verdammt. Ich muss doch. Ach Mann, Sam tut mir voll leid. Ich muss den doch irgendwie. Oh, bitte, versuch's gar nicht erst. Ah ja, okay. Ja. Das ist so genial. Komm schon. Oh oh, entweder bin ich gerade in Salvador Dalí Wachsfigurenkabinett reingestolpert oder ich träume. Du liebst mich, du betest mich an. Werde Videolieferant. Tu meinen teuflischen Willen und so weiter. Ach du heiliges Hühnerhirn, ich bin immer noch hypnotisiert, wenn ich bloß noch wüsste, was mir Sibyl geraten hat. Besiege den Eindringling in deinen Träumen. Ah, genau. Hey Sam, ich bin hier oben. Oh, hi Kleiner. Brady hat meinen Körper geklaut. Ich hasse es, wenn Leute das tun. Hol mich endlich runter. Okay, Kleiner, ich rette dich. Wie geil ist das denn? Okay, also schön, dass wir das so schnell geschafft haben mit dem Käse. Das heißt, wir sind jetzt wieder in unserem Innern. Ich werde jetzt Quotenkönig. Quasi in unseren Und Träumen. Im Fernsehen werde ich es auch bleiben.
Und wir müssen jetzt Brady Culture aufhalten. Oh Gott, wie machen wir das denn? Brady hat Max Körper gestohlen. Oh, und er fühlt sich so toll an. Ich liebe meine neuen pelzigen Pfoten und mein süßes kleines Stummelschwänzchen. Hey, Pfoten weg von meinem Schwanz, du psychopathischer Körperdieb. Oh, wenn ich den erwische. Okay. Wir haben unsere Wumme noch dabei. Oh, da war ein Riesenfisch. Hier ist Max. Keine Sorge, Kleiner. Ich hol dich. Schnell, Sam. Mich juckt's und ich kann mich nicht kratzen. Okay. Wasserspender. Mag sein, dass ich's nicht oft zeige, aber ich liebe dich, Sam. Jetzt geh und wasch mein Auto. Oh, das kannten wir schon. Es ist nur ein Traum, Sam. Es ist nur ein Traum. Hm. Was tut das denn da oben? Hey, es ist lose. Oh. Wow. Whee! Das war das Lustigste, was ich erlebt habe, seit ich meinen Körper verloren habe. Nochmal, Sam. Hm, was jetzt? Yay! Das war toll, aber Sam, sieh doch, ich bin wieder da, wo ich vorher war. Okay, warte, ich lasse mir was einfallen. Okay, boah, das ist so surreal. Naja, Brady Culture. Es ist Brady Culture im Fernsehen. Ja, genau, wo ich hingehöre. Schaut mich alle an. Mich! Naja, können wir den nicht irgendwie... Nee, ausschalten. Huch, die Lampe bewegt sich. Ah, Moment. Es ist Brady Culture in einer Glühbirnenfassung? Die Glühbirne steht für Klugheit. Und Brady Culture ist die perfekte 10. Ach ja. Und was ist, wenn wir den Lichtschalter betätigen? Ich glaube, jemand muss deiner Karriere das Licht ausknipsen, Brady. Was? Nein! Oh, dieser Brady Culture, wenn der lächelt, haut's doch glatt die Sicherung raus. Okay, sehr gut. Den hätten wir schon mal geschafft. Und hier, die Ratte. So. Eigenartig. Fahrradpumpe. Was ist denn das? Ach du vollgestopfter Vielfraß, was für eine fette Ratte. Ich habe schon eine Ahnung. Jesse James Hunt. Seltsam. Hm. Universale Liebe wird mir zuteil werden vom ganzen Universum. Hey, Käsekumpel. Was denn, Blödmann? Ich möchte dich meinem kleinen Freund vorstellen. Jawohl. Nein, die Würde des Käses ist unantastbar. Nein! Heil den Käse. Der Käse wäre gegessen. Okay. Kleiderbügel. Ich frag mich, ob es was an der Bildqualität ändern würde, wenn ich da dran ziehe. Nein, ich muss für alle Ewigkeit im Fernsehen bleiben. Nein! Nicht so leicht. Oh ja, viel besserer Empfang. Okay, jetzt ist es nur noch einer. Wir müssen jetzt nur noch ihn hier loswerden, oder? Rauch. Fahrradpumpe. Rätselhaft. Ich glaube, ich habe genug gepumpt in diesem Traum. Okay, und wir haben nur noch die... Ah, Kleiderbügel. Das funktioniert nicht mal im Traum. Hm. Wir können doch jetzt bestimmt hier irgendwas kombinieren. Nicht mal im Traum. Lavalampe, Fernsehen, Rauch. Zum Fenster können wir auch nicht raus. Brady Culture. Klangvoller Name, nicht wahr? Naja. Bald hat es sich ausgekultschert. Mein Freund. Tja. Das ist leer. Komisch. Jesse James Hunt. Das Rattenloch. Wir haben doch jetzt den Draht. Können wir den irgendwie... Das funktioniert nicht mal im Traum. Okay, ich drehe das nochmal. Wow. Whee! Yay! Ich bin wieder genau da, wo ich war. Okay, warte, ich lass mir okay, was einfallen. Okay, also ich kann oben auch nichts machen.
Ich will ihn doch nicht platzen lassen. Schade. Oh. Hat ja gar nicht wehgetan. Verdammt. Können wir noch irgendwas anschießen? So, Riesenwummer. Rauch, 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 Rauch. Ihr wollt all euren Kindern meinen Namen geben. Garantiert nicht. Wir müssen irgendwas mit dem Kleiderbügel machen, auf jeden Fall. Fernsehen. Nicht mal im Traum. Nicht mal im Traum. Okay. Das funktioniert nicht mal im Traum. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört. Nicht mal im Traum. Garderobe. Interessant. Es gibt aber auch keine Items mehr, oder? Mülleimer, Brady Culture, Fernsehen. Ich sehe mich hier nochmal ganz kurz um. Die Lampe. Tanz. Die Fahrradpumpe können wir doch immer noch auswählen. Schranktür. Jesse James Hunt. Das funktioniert nicht mal im Traum. Jetzt zeigt er wieder auf mich. Es ist nur ein Traum, Sam. Jesse James Hunt. Ich glaube, ich habe genug gepumpt in diesem Traum. Die Hand will mir doch irgendwas sagen. Nee. Ich liebe mein Haar. Und ihr tut es auch. Oh Gott. Der Typ ist auch richtig durch, ne? Nicht mal im Traum. Abgesehen davon, dass er uns hypnotisiert hat. Jesse James Hunt. Das ist doch irgendein Hinweis, aber ich kann hier auch nichts mehr anderes auswählen. Eigenartig. Ich habe hier Rauch. Ich muss doch irgendwas damit machen können. Kann ich hier nochmal den Lichtschalter betätigen? Ich möchte Brady nicht wieder einschalten. Stimmt, da hat er auch wieder recht. Das wollen wir natürlich nicht haben. Wasserspender. Mag sein, dass ich's nicht oft zeige, aber ich liebe dich, Sam. Und jetzt geh und wasch mein Auto. Tja. Wozu schleppe ich denn wieder den Kleiderbügel herum? Bitte, Sam, mach ihn wieder an den Fernseher, bitte. Ja, aber das will er ja nicht. Das funktioniert nicht mal im Traum. Tja. Kleiderbügel, Kleiderbügel, Fernsehen, Sam. Nicht mal im Traum. Seltsam. Brady hat Max' Körper gestohlen. Wenn ich den kriege. Wenn er ihn kriegt. Ach, Mann. Wir haben doch noch Rauch hier. Myriaden siffig süßer Frühstücksflocken sollen nach mir benannt werden. Aber wirklich mehr habe ich ja hier auch nicht. Huh, das muss doch irgendwas ganz Simples sein. Ich meine, wir haben jetzt eine Wumme und... Ich bin Brady Culture. Ein Kleiderbügel. Gewöhn dich gefälligst daran. Das funktioniert nicht mal im Traum. Ich habe jetzt auch schon alles mit allem kombiniert, ne? Ach so. Okay. Wow. Whee! Und dann falle ich wieder runter. Yay! Ich bin wieder genau da, wo ich war. Okay, warte. Ich hab dich gleich. Bringt es vielleicht was, wenn ich hier drüben stehe und dann drauf schieße? Rätselhaft. So. Brady. 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 Hat ja gar nicht wehgetan. Okay. Das muss doch irgendwas mit dem Rauch zu tun haben. Wenn ich mich jetzt... Nee. Ja, da kann ich auch nicht hinklicken.
Stopp. So, jetzt. Aber ja, mein Haar ist echt. Oh Gott. So. Whee! Wow. Ja! Dich. Yay! Na, endlich. Boah, da habe ich jetzt lang gebraucht, um drauf zu kommen. Puh, Leute, sorry. Ah, ich wusste, dass es was ganz Simples ist. Ich glaube, das würde Max nicht besonders gefallen. Ja, er hat jetzt... Was machen wir denn jetzt mit seinem Kopf? Ich glaube, das würde Max nicht besonders gefallen. Ja gut, so ein bisschen Rauch. Ich glaube, das würde Max nicht besonders gefallen. Okay, kann ich irgendwie... Nee, kombinieren kann ich auch nichts. Schranktür, Jesse James Hunt. Schöner. Ich glaube, das würde Max nicht besonders gefallen. So. Du, Mr. Culture. Okay. Ich habe eine Überraschung für dich. Ehrlich? Für mich? Nein! Auweia. Danke, Sam. Bisschen zäh, aber ganz lecker. Oh, gerade fällt mir ein, ich muss weg. Tschüss, Max. Oh nein, er ist aufgewacht. Jetzt sind wir erledigt. Werd nicht hysterisch, Bosco. Alles in Ordnung. Ich bin doch bloß einer hundsgemeinen Videolieferhypnoseverschwörung aufgesessen. Okay, aber was ist mit deinem Mitverschwörer? Mein Mitverschwörer? Unheilige Unterhose am Mast eines sinkenden Schweineschwartenfrachters. Der Egomane mit der Frisselfrisur hat meinen Kleinen gekidnappt. Okay, wir sind endlich unserer Hypnose entkommen und sind wieder am Laden. Ich freue mich. Ich mag die Musik, die im Hintergrund läuft. Okay. Irgendeine Idee, wie ich diese Culture-Krise unter Kontrolle kriege? Ready Culture? Der Ibo-Man? Bleib bloß weg von dem, der will mich fertig machen. Sorry, Bosco. Geht nicht. Muss meinen pelzigen kleinen Partner retten. Okay. Du hast nicht zufällig ein Bosco-Tech-Gerät, das Hypnose verursachende Energiestrahlen ablenkt. Einen Hypnoseblocker? Na, hatte schon mal vor, sowas zu bauen. Aber ich habe keine Ahnung, wie sowas geht. Ich muss schnell was finden. Okay. Danke, Bosco. Macht mich stolz. Besonders der Käse ist immer noch hier. Wurde schon von 1000 Leuten angetatscht, aber egal. Wie, was machen wir denn jetzt? Keine Zeit jetzt. Ich muss Max retten gehen. Wir müssen Max retten. Wir haben immer noch unseren Boxhandschuh, Sprühfarbe und das Video. Kaffee. Das hilft mir nicht, Max zu retten. Wissen Sie, wem das gut gefallen hätte? Max. Genau sowas hätte Max sich jetzt auch angeschaut. No. Das lässt mich an Max denken. Keine Ahnung warum. Ich glaube, ihm fehlt Max. Max, bist du das? Nein, ich kriege langsam Halluzinationen. Max, bist du da drin? Okay. Keine Zeit jetzt. Ich muss Max retten gehen. Das hilft mir nicht, Max zu retten. Wissen Sie, wem das gut gefallen hätte? Max. Ja. Genau sowas hätte Max sich jetzt auch angeschaut. Das lässt mich an Max denken. Keine Ahnung warum. Ich glaube, ihm fehlt Max. Aber wie retten wir ihn denn jetzt? Trash. Max, bist du das? Nein, ich kriege langsam Halluzinationen. Würstchen. Max, bist du da drin? Nein. Käse? Keine Zeit jetzt. Ich muss Max retten gehen. Gut, dann machen wir das mal.